Moin, herzlich willkommen bei Rex Modellbau. Heute mal ein anderes Video und zwar das Warten hat ein Ende. Sie sind da, die Kiddies. Die ersten Packs. Ich habe mir 4 Packs geholt mit Figuren. Ja, das sind ja von Kiddycraft. Johnny's World hat sie vorgestellt. Die ja, günstige Alternative und die, ich sag mal, die gute Alternative zu Lego. Das ist halt nicht der dänische Hersteller. Ist kein Lego, sondern es ist Kiddycraft. Der Name der ursprünglichen Marke, weil dieser Stein ist ja nicht von der dänischen Firma entwickelt worden. Die haben ihn nur weiterentwickelt, aber eigentlich ist es ja eben damals von der Firma Kiddycraft gewesen. So, bisschen Geschichte, egal. So, hier gibt es dann halt nochmal diesen Pack, einen einfachen Pack, ist in einem schönen Karton, die sind alle so gehalten. Gedruckt und gut wiederverwendbar. Hier haben wir ein schönes Mischmaß mit Vollgabel. Ja. Das heißt, hier können wir uns die Figuren nach Lust und Laune zusammenstellen. Ein Schwert ist dabei, ein Bogen ist dabei. Gut, das sind bis auf die Köpfe. Nicht gedruckt. Dann mache ich doch erstmal die anderen Packs auf. Nehmen wir mal hier diesen Bricity City 2. Das ist der Pack Nummer. Mal gucken, was haben wir denn da Schönes? Ich werde euch jetzt mal ein, zwei zusammenbauen. Hier sind Hände, Arme, Zubehör. Das ist ja mit diesem Tütchen, das ist ja halt Klemmbaustein typisch. Vielleicht haben wir auch noch eine andere Lösung. So, und jetzt die Figuren. Also, ich mag ja diese Bubbleheads. Die sind nicht jedermanns Sache. Deswegen kruspelt laut. So, mal gucken. Der Druck. Der Druck sieht gut aus. Ist richtig gut. Hier haben wir die Arme. Hier kriege ich noch die. Jo. Die schwarzen Arme. Der hat einen leichten Fehler im Druck. Der ist da wohl etwas verrutscht. Dann die Greifhände mit dem kleineren Daumen. So, was für ein Gesicht nehmen wir denn? Ach hier, die nette Dame mit der pinken Brille. Dann das Gehirn einsetzen. Und die Haare. Schon haben wir die
erste Kittys Figur zusammengestellt. Klar, auf den Noppen stehen sie besser, weil man sie ja dann festdrücken kann. Also die Arme gehen stramm rein. Brauchen wir aber auch nicht Angst haben, dass sie einem ein bisschen intensiveren spielen. Also den Kindern halt. Ich bin ja nicht der Spieler in dem Sinne. Aber Figuren gehören nur halt mal zu so einer. So, da war dieser Kopf vorgesehen. Der mit die hat auch ein Gehirn. So oder so. Und zwar der mit die. Naja, nicht doch so. Glatze. Kurz geschoren. Mal gucken. Würde jetzt auch denken, ne, ist ja nichts anderes, auch nur ganz normale Klemmbausteine. Ups, da hat sich einer drin versteckt. Er kommt hier hin, kriegt sein Gehirn. Das Gehirn braucht er, damit sich die Haare eben aufnoppen lassen. Und das ist halt eben auch ein oh, die Haare gehen gar nicht drauf. Ohne Gehirn gehen sie nicht. Hirn drauf. Ah, wenn man richtig drückt, dann geht das auch. So, Nummer 3. Nummer 4. Ups, fällt mir alles zusammen. Also, der Druck ist meines Erachtens nach gut. So, last one. Das Gehirn wird immer benötigt. Und ach. Ja, und dann hat man hier noch so verschiedene Westen. Hier hat man noch Tauschfrisur, eine Tauschmütze, ein Apple. Ersatzhand, Handtasche,
Das scheint sowas wie ein Futterbrett zu sein. Funkgerät, Handschellen, ganz wichtig, ein Köfferli und ein Rucksack und ein Pistöli für den Polizisten und natürlich für die Postbotin ein Brief. Ja, es sind ein paar schöne Sachen dabei. Ich finde sie wirklich klasse. Sie gefallen mir gut. Ich war ja schon bei den Vorankündigungen sehr neugierig, wie sie ausfallen werden. Ich finde, sie sind noch besser ausgefallen, als ich erwartet hatte. Wir haben hier natürlich in dem Pack noch ein paar rockige Leute. Wir haben hier Business-Leute, muss ich gerade mal. Geschäftsleute und den Schornsteinfeger. Wir haben hier auch arbeitendes Personal. Bauarbeiter mit Latzhose und Warnweste und Helm. Ja, und dann halt wie gesagt das Set mit universalen, unbedruckten Figuren. Ja, das ist schön. Der Kopf hier ist dem Johnny ähnlich. Da warte ich jetzt noch auf die Currywurstbude. Allerdings ist das nicht die Spezialedition, wie sie für die quasi am Anfang rausgegeben wurde. Für die erste limitierten, sondern das ist dann eine ohne speziellen Aufdruck, ohne Johnny und ohne Held der Steine. Aber die gibt es dann im Extrapack anders gekleidet auch nochmal. Gut. Ja, ich finde es einfach schön. Was mir nochmal hier zu diesem Katalog, der Hund. Sagt mal, findet ihr nicht auch, das sieht dem Gromit von Wallace und Gromit ähnlich? Ich habe zuerst gedacht, oh, guck mal, da macht Wallace und Gromit. Aber nein, das ist ja ein Hund. Der sieht einfach, er sieht süß aus, er gefällt mir. Ich warte mal drauf, der wird dann auch in einem Pack dabei sein, wie er dann hier in Natura aussieht, weil in Natura wirkt es ja immer noch mal ein bisschen anders, als wenn man dann das fertige Produkt hat. Ja, das ist die Anleitung dabei. Die Beine zuletzt montieren, die sind schon montiert, die Beine, wegen dem Bedrucken. Wenn sie nicht bedruckt sind, sind sie auch, dann sollte man sie zuletzt machen. Ja. Das ist das, was dabei ist. Das sind die Figuren. So sind die Packs. Es sind immer 5 Figuren in solchen City Kitties Pack. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Jedenfalls sind so die ersten Bausätze, also die ersten Bausätze sehr gut kommen die an. Es ist vor allen Dingen halt auch eine Nische, gerade für Kinder gut, auch für Kinder gut bespielbar, sehr schöne Sachen. Ja, sollte ich dann die Currywurstbude bekommen, werde ich da auch nochmal berichten, nochmal eine kurze Review machen. Ansonsten was das jetzt erstmal? Die anderen Figuren baue ich noch nicht auf. Das mache ich irgendwann mal so zwischendurch. Ja, habt vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war für euch auch ein bisschen interessant. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute.
Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, macht's gut. Euer Rick.